Oh, herzlich willkommen zurück. Wieder mal Wing Commander 3. Ja, wollen wir nochmal den Spielstand laden hier. Und weiter geht's im Kontext. So, Mechanikerin, okay. Hi, Colonel. Hi. Setzen Sie sich doch. Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist, stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß, nicht wahr? Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen? Sie müssen eine Inspektion standhalten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Läuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen. Oh, so. Ist klar. Sonnenklar. Das dürfte wieder dasselbe sein, wie so oft. Hallo, mon ami. Ja, das wollen wir uns nicht irgendwie tausendmal angucken, ne? Ja, gleich gut aufgeholt hier. Zack. Niemand da. Okay. Save mir das doch einfach mal. Wie immer für den Fall der Fälle und nächste Mission. Ja, bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Na komm, damit es lustig wird, schnappen wir uns mal Maniac als Flügelmann. Maniac, Sie fliegen an meiner Jetzt fliegen wir. Ja, damit wir schön schnell unterwegs sind. Das ist keine schlechte Idee. Den Arrow. Den gibt's im nächsten Teil leider nur als Gegner. Bisschen zu spoilern. Sie können jetzt starten, Colonel. Ups, machen wir glatt. Eigentlich konnte ich mit. Ja, okay. Oh, dann werde ich sogar auch. Autopilot kann man also auch starten. So war das anscheinend auch gedacht, damit man eben dann von dem Ding registriert wird, dass man zusammen losfliegt. Jetzt muss man da halt lange hinfliegen. Wie hieß das noch? Verbindung aktiv, fliegen, Eskortenkurs oder so, sagt er dann immer. Weil wir diesen Träger ja eskortieren. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Ja, das glaubst du selber nicht. Ist ins Gras. Ihr erbärmliche Nachkommen von ab. Stimme. Beißt ins Gras. Ihr erbärmliche Nachkommen von ab.
heute bin ich gut drauf. Komm, ich zeig dir, wie das geht. Sehen? Ne, die Rakete hat gar nicht getroffen, die flitzt da nur rum im Radar. Ach so, was. Naja. Ich bin ja auch nicht der Mega-Pilot hier. Mir geht's mehr um die Story immer bei dem Spiel. Insbesondere halt beim vierten Teil. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Du, da fliegt direkt da. Geht rein. Boah, so ein Idiot. Nicht machbar, ey. Ja, nicht noch machbar, ey. Du bist schon voll glücklich. Noch mehr Katzenstreu. Mann, heute bin ich gut drauf. Mann. Da glaube ich keine gute Idee, den mitzunehmen. Nicht bei dieser Mission zum Fahren. Scheiße. Raketen aber nämlich schon verschossen. So, jetzt kann er nicht anders. Das ist ja auch schon Träger los, wie der geht auch. Nix kann der. Nix. Nix braucht er aus. Ich bin eine Schande für mein Volk. Ums, schade, das hat man nicht gesehen. Oh, da geht's. Jetzt geht's rund. Ja, dann hau mal rein. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Glückstreffer, ah ja. Ich kann mit meinen Raketen irgendwas anfangen. So wie du. Die Hälfte verblasen. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Muss man eigentlich nichts weiter tun, außer abwarten, dass der Träger durch, ja, der fliegt dann durch diesen Jump Point. Damit wäre die Mission, glaube ich, auch schon erledigt, ne? Danke für den Begleitschutz, Colonel. Ja. Leite Jump-Sequenz ein. Einsatzziele erreicht. Links hier. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Tja, wie es aussieht, ist der Colonel im Anmarsch. Ist alles paletti, Sie können reinfliegen. Ziemlich heißer Flugstil. Wissen wir. So, können wir noch ein bisschen weitermachen. Nochmal rumgucken hier. Aha. Sir? Man nennt sie Flint, richtig? Sie haben sich den Einsatzplan angesehen,
Sie wollen also mitfliegen, Lieutenant? Sir, ich stamme aus einer uralten Kampfpilotenfamilie. Mein Bruder, mein Vater und mein Großvater, alles Kampfpiloten. Es liegt mir sozusagen im Blut. Was wollen Sie mir damit sagen? Ich weiß alles über Sie. Ich habe gedacht, dass Sie über die Leute auf der Victory Erkundigungen einziehen. Wir alle haben viel geleistet. Wir sind keine zweite Garnitur. Das habe ich auch niemals gesagt. Sie befürchten wohl, dass ich bei der ersten Feindberührung versage. Das nicht, aber vielleicht bei der 20. oder 30. Vielleicht tauchen dann leichte Ermüdungserscheinungen bei Ihnen auf. Ich kann bei meinen Kampfpiloten keinerlei Risiko eingehen. Nichts für ungut, Sir, aber wenn Sie nur fliegen wollen, wenn es risikolos ist, dann werden Sie nicht sehr viel fliegen. Da ist was dran. Tja, hat's ja wohl recht. Wir sind im Krieg. Pech. Also, ja, ist was dran. Wir brauchen Leute. Wen empfehlen Sie mir als Piloten? Oh, ich würde es nie wagen, einen Vorschlag zu machen, Sir. Das wäre anmaßend. Tja. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wing Commander 3.